Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der Mann mit der Mütze, das ist der Marc Hagenbeck. Guten Tag. Und ich bin der Sashi. Du hast ja voll das zu tun, ne? Sehe ich gerade. Aber richtig voll so. Und dann so, noch so ein Metallica-Ding? Ja. Wie weit geht denn das Tattoo? Ich bin Metallica-Fan. Schieb mal hoch. Das geht hier so und das geht über die... Alter, was ist denn mit dir los? Ich bin halt ein ganz harter Kerl. Geht, ne? So, geht es auch runter so? Ja, es geht bis zum P... Nein. Bis zum P, Mann. Nein, es geht nur auf die Brust. Nee. Wir haben heute den 25. Mai und am 25. Mai haben wir wieder ein Geburtstagskind und das ist... Nee, echt jetzt? Ich kann das gar nicht. Wie heißt er? Ja. Welche Band? Klaus Meine. Klaus Meine, ja. Klaus Meine, 1948 geboren am 25. Mai. Ja, geboren in, wo ist er geboren? Muss mal gucken hier, Chiki, in Hannover. Die Band heißt natürlich die Scorpions. Die Scorpions, ja klar. The Scorpions. Was hast du denn gedacht? Ich sage nur. Ja, okay. Kennst du den Scorpion Kick? Ah nee, du bist ja kein Fußballer. Das machen wir mal. Ich hab eine geile Challenge für dich. Pass mal auf, wir machen, du musst mal irgendwann, Hagenbeck muss mal den Scorpion Kick machen. Den machen wir mal, Scheiße. Auf dem Sportplatz. Das machen wir mal, das greifen wir mal auf, ist egal. So, wir gehen wieder zurück in die Sendung. 25. Mai, was haben wir noch am 25. Mai? Scorpion Kick, das ist das. Scorpion Kick, ja. Ich bin erstmal, Moment, ich muss gerade kurz sammeln. Ah ja, wir waren ja gerade beim Thema Fußball, ne? Ich freue mich, ja. 25, echt mich auch. Ja. 25. Mai 2013, der FC Bayern München schlägt im rein deutschen Champions League Finale nach wen? Du weißt es natürlich. FC Bayern München im Dortmund. Ja, richtig. Borussia Dortmund. Ja, genau. Richtig, genau. Ja, schon gar nicht so es lange, ist der fünfte Titelgewinn für die Bayern. Ja, die Bayern. Ja, genau. Die räumen ja nur ab. Ne? Am 25. Mai ist auch Towel Day. Also Tag des Handtuchs. Tag des Handtuchs, ne? Hast du ja früher als Kind, also als Jugendliche, hast du von deiner Mama auch immer so ein kleines Handtuch aufs Kopfkissen gelegt bekommen? Ja, natürlich. Ich habe immer, wenn ich per Anhalter durch die Galaxis fahre zum Beispiel, dann habe ich immer eins dabei. Warum? Das versteht er nicht. Nee. Fußball kann er. Aber wenn ich sage, ich brauche ein Handtuch, wenn ich durch die Galaxis reise, das versteht er nicht. Ja? Warum ordinierst du in der Galaxis? Nein, per Anhalter durch die Galaxis. Wer es von euch kennt, ja, per Anhalter durch die Galaxis, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, damit der Herr Ehlert auch ein bisschen informiert ist. Ja, ist auch zu Gedenken von Douglas Adams übrigens. Genau. Ja. Zum Gedenken an Douglas Adams ist Tag des Handtuchs übrigens, sehe ich gerade hier. Sehe ich auch. Ja, muss ja was damit zu tun haben irgendwie. Ja. Ja, okay. Hm? Ja. Auf jeden Fall, am 25. Mai ist noch irgendwas? Ja, 25. Mai 1935, der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens stellt in Ann Arbor einen bis 1968 bestehenden bleibenden Weltrekord im Weitsprung mit 8,13 Meter auf. Alter, 8,13 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist 8 Meter und nochmal 13. Das ist so ein guckt euch allein mal im Schwimmbad so einen Turm an, der 5 Meter hoch ist. Und da packt ihr nochmal... 3 Meter. Der ist ja nicht hochgesprungen, der ist ja weit gesprungen. Nein, ich meine von der Länge. Also von der Aber, ne? Guck mal, mein Whirlpool zu Hause ist 4 Meter lang. Ja. Ja, so die doppelte, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Du hast einen Whirlpool? Doppelte, natürlich. Ist ja klar. Ja. Das war wieder Schoki Banoki, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich freue mich auf den Scorpion Kick vom Marc Hagenbeck. Das machen wir. So. Ja. Machen wir mal demnächst irgendwo auf dem Sportplatz, ja. Dann muss der Marc Hagenbeck Scorpion Kick machen. Das wird richtig geil. Das zeige ich ihm gleich mal, was es überhaupt ist. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.